Jetschi, Leute, willkommen in der Welt von Earthbound. Ich bin Prias zu 80 und jetzt versuchen wir mal endgültig Sweet zu verlassen. Sweet, oder ja, also von 3 erleidet und am besten nicht diesen Müllermann in den Weg gelaufen, weil was dieser Typ gesagt hat mit schlammiges Monster und so, kommt hin. Ich glaube, das Viech ist auch nicht so schwach. Und wir haben einen Teddybär. Wo haben wir den her? Einfach aus der Mülltanne gekrabbelt. Naja, ich habe ein bisschen gelevelt so. Und... ach du Schande. Wir haben es mit einem Zombie zu tun. Hm? Ja, okay. Ich glaube, Zombies mögen kein Feuer. Und du, guck's mal, welche Schwachstellen der Typ hat. Doch, das Viech beißt mich. Ach so, ein Teddybär. Aber der arme Teddybär! Böser Hund! Gibt's hier oben einen Zombie im Turm? Oh! Aha! Also, hab ich doch richtig geraten, dass die kein Feuer abkönnen. Es sind Zombies. Die sind doch richtig trocken. Und alles, was trocken ist, brennt gut. Ja, der war zwar hinten, aber who cares? Oh, du haust auf das Viech und du röstet die Magnum an. Das macht er wohl nicht. Und oh, der Teddybär ist tot. Nein, unser schöner Teddybär, den wir aus dem Mülleimer gefischt haben. No good fly. Ehrgeizig sind immer. 113, wow. Ja, sowas kann eine Fliege nicht ab. Und er hat einen komischen Hund zerschmissen. Übrigens, der Zombie-Hund, der war gar nicht im Zelt, obwohl wir gesehen haben, dass da ein Zombie-Hund reingegangen ist. Ist wohl abgehauen. Oder ist sofort vergammelt, wer weiß. Alter, wie viele Fliegen gibt's da noch? Dun, 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 dun. Ja. Man merkt, dass ich nicht so gerne PSI einsetzen will. Aber gegen Zombies. Und ich muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich gebe mal gleich mal Paula ein oder ihr einen Hamburger geben. Du hast ihn verfehlt? Das ist ein Zombiehund. Also für einen Zombiehund ist da keiner gut ausweichen. Mal sehen, ob auch... Da muss man tatsächlich immer das aufrüsten, das heißt. Oh oh. Okay. Feuer kann er überhaupt nicht ab. PSI, live ab. Jeff. Und dann gleich auch mal Paul, oder soll ich hier eine M... Nee, ich glaube, ich werde bei ihr auch live abmachen. Weil ich glaube, der Hamburger wird nicht ausreichen. Er tanzte Paula vor der Nase. Nee, Gott. Ja, wo
wirklich, ich muss immer jedes Mal die Magnum Airgun aufrüsten, damit er die benutzt. Obwohl sie eigentlich aufgerüstet ist. Also, nicht aufgerüstet. Doch. Irgendwie hätte sie das aufrüsten. Oh, doch, könnte noch hingehen, so. Was haben wir denn da hier Feines? Ein Sarg! Auch mal ein bisschen Grabschändung. Tada! Es gibt sein Feld, Stegs in sein. Aha. Naja, also die Skips sind jetzt... Toll, wir haben Geist von hinten genommen. Und ihn besiegt. Wow. Das war aber mehr Glück. Oh, Baby. Yo, Baby. Nochmal, oh, Baby. Nee, kein oh, Baby mehr. Ja, weil, also... Ich habe damit keine Probleme, dass sie nicht so schnell gehen. Ich kann damit leben. Hey, Zombie, kommst du mal ran? Paula, du machst jetzt Feuer. Du machst ja echt Feuer in ihren knochigen Arsch. Oder vergammelten Arsch. Dieser Scheißköder macht Schaden, ey. Mann, du bist nichts weiter als ein Gammelfleisch auf vier Beinen. Echt? Der Zombie sieht aber irgendwie urig aus. Er sieht ihn, ey. Ich meine, bei ihm sieht man ja keine Knochen oder so, dass er so vor sich hingammelt. Bei den Hunden sieht man irgendwie schon die Rippen. Dass dieser Köter so einen Schaden macht, nervt. Aber dafür levelt er wieder. Also, ich meine Jeff, nicht der Hund. Der ist ja wieder zu Staub geworden. Na, was heißt hier wieder? Das war mal ein Hund, der gelebt hat. Und dann halt zum Zombie wurde. Tada! There is a silver budget inside. Mal. Okay, Paula, ich weiß ja, du befürchtest halt, dass du eine gute Figur verlieren tust, nur weil dein Hamburger futterst, aber lass mal, Lia muss man Opfer bringen. Und dafür kriegst du ein schönes Silberparlex. Ich glaube, das... Kann man noch aufrüsten? Für wen ist das eigentlich? Must be quitted on your arm. Gucken wir mal bei jemand, der... Der Vince? Okay, Jeff, ich hoffe, du magst Silber. Denn du wirst... Hey? Moment mal. Ich glaube... Oh, hallo! Na gut, dann jetzt... Ich meine Knöpfe Silberlekt. Gif. Jeff? Ah ja. Natürlich nicht. Auf den Gedanken zu kommen, dass er sich mal an den Handgelenk anlegen soll, muss es erstmal in die Tasche stecken. Okay, mal sehen. Das war so, was man rausschmeißen könnte. Würde ich eigentlich ungern rausschmeißen. Immerhin kann man es ja verkaufen. Wie viel liefert eigentlich das Ei nochmal an Heilung? Wenn ich den Jugendkörper ab. Ist es.
Ich merke gerade, ich müsste auch mal Paula wieder mal... Okay, ist nochmal ein Hamburger. Ich weiß, und so Hüfte und Kalorien und all das, das verträgt sich nicht sonderlich. Aber es tut mir leid. Es geht ja auch nur darum, dass du auch überlebst, meine Süße Liebe. Du kannst ja eigentlich nur überleben, eben wenn du genug Heilpunkte hast. So. Aber ganz ehrlich, so diese ganzen Magermodels finde ich nicht so leicht schön. Ach du Schande. Wir sind von Geistern umzingelt. Prozessor. Okay, und du guckst mal, was wir für Schwachpunkte haben. Nein, jetzt hat ein Geist an der Backe. Und sie auch! Oh toll, sind Mini-Ghosts jetzt ein Angebot oder was? Wir brauchen keine Geist. Oh, nur 8 HP. Okay, ich sehe schon. Die machen keinen Schaden. Und das hier überhaupt nichts? Hä? Doch? Okay, Zombie-Postet, offensichtlich. Aha. Aha. Gut, dann versuchen wir hier. Du versuchst Freeze. Und du, naja. Okay. Versuch's damit. Ach ja. Jetzt ist er ein bisschen Schock, bewegungsfähig, weil er eingefroren ist. Na, ich bin... Mir ist schon kalt. Also vergiss es, Geist. Okay, die Mücke hat sicherlich keine Kälte. Moment mal. Der Geist tatsächlich. Kann natürlich sein, dass er jetzt mich verfehlt. Also, dass sie jetzt verfehlt. Du Perversling! Man begrapscht nicht fremde Leute und schon gar nicht keine Kinder, du Perversling! Toll, und jetzt haben wir einen Geist. An der Backe. Oh naja, wenigstens hast du so ein bisschen gelebt. Oh, Baby. Toll, ja, mein... Wer bist du denn? Since you had fly on, I considered you a friend. But actually, you are just a commoner. I am the mortal enemy of your kind. Ein Mini-Buff-Attack. Ein Haufen Kotze greift uns an. Ach du Schande, ich merke, Paula hat nicht mehr viel. Kann sie noch Feuer ver... Natürlich nicht. Okay, dann haust du auch. Und, ich Idiot, ich hätte doch den Karamell essen lassen können, nicht Vollpfosten. Sehen wir es offensiv. Der Mini-Boss will auch das. Na toll, das Viech kotzt uns. Das Viech kotzt uns also an. Na rein. Oh Gott. Hier, futter den mal.
Mach irgendwas. Der Jack ist schon kalt. Nice Attacks. Na toll, das Ding rübst uns noch voll. Oh, toll. Ja, lass ihn irgendwas tun, das können wir nichts Großartiges machen. Naja, wie das jetzt funktioniert? Paolo, du greifst ihn mit Feuer an und du beschießt ihn damit. Oh. Er hat ihn verfehlt. Na toll, okay. Es hat was ja gewirkt. Bisschen halbwegs. Und du jetzt. Och. Okay, das war jetzt der Geist, oder? Geh mir nicht auf den Geist, Geist! Toll. It didn't work. Na, wieder noch. Wir haben das Zeug da schon wieder. Du hast uns doch schon voll gekotzt, du ekel Paket. Was denn? Die Geister können auch Schaden nehmen. Ach ja, je, ich merke jetzt, ich kann jetzt keine PS mehr verwenden bei Paola nicht. Naja. Was bleibt uns anderes übrig? Mann, betatsch uns nicht. Das ist ja eklig, du Perversling. Aha, mach ganz schön Schaden. Gut. Haben wir es doch geschafft, ne? Wow, Jeff levelt wieder. Jetzt ist er auf Level 20. Ui. Kann sich gut sehen lassen, finde ich. Soweit ich weiß, hätte man ihn auch leichter besiegen können, wenn wir ihm den Fliegenhonig gegeben hätten, aber keine gute Idee. Oh, wanted to get your fly honey and go down. Master Bärchen, I love fly honey. Verschwinde, du Haufen Kotze. Ja, nur, wir brauchen ihn halt für Master Blech. Nanu? Meine ich doch. Naja, wer bist du? You must have a long south order heat of you, no? Oh, there's no need to explain. I already know. You must be hungry. This is a good timing for you. I haven't obtained something to eat. Eh? Ernsthaft? Please, by all means, come again. I just remembered. There's a village with a many interesting people. Just a hit. You should go there and with it. That the name of the village is the Tomb Valley, but I cannot be found on any map. Naja, ich habe erstmal andere Probleme. Ich habe nämlich einen Geist an der Backe. Eigentlich zwei Geister, aber komischerweise ich nur einen. Oh nein, ich hoffe, hier ist nicht schon wieder ein wandelnder Baum. Waldbaum, oh, bitte nicht. Keine wandelnden Bäume, bitte keine wandelnden Bäume. Was haben wir hier? There's a bomb inside. Dann hätten wir vielleicht den Slimey das am Kopf werfen sollen. Bitte
keine Bäume. Die jagen sich selbst in die Luft, diese Taliban-Bäume. Ist das ein Krokodil? Was macht denn Ali hier? Koffeingetränk? Nein, nicht Status. Was kann das gute Stück Protein? For building a stronger, healthier body, it gives you a blast of. HP. Den Kroko will ich nicht über den Weg laufen. Der sieht schon so merkwürdig aus. Es ist ein Krokodil, verdammt. Alter! Uiuiuiui, seine... Na toll. Von hinten, du perverse Sau. Och. Wenn ich mich nicht irre... rufen die immer um Hilfe. Mach mal, Ali. Ich bin nämlich wissen, wie... Ach ja, da war ja noch was. Ist der Plank noch was? Freeze. Lass mal diese blöden, hässlichen Ameisen verschwinden. Ich glaube, die rufen gerne um Hilfe und da habe ich keinen Bock. Hilfe! Und dann kommt irgendwie so, ja, soll ich helfen? Ey, du kannst hier meinen kleinen Bruder? Du kriegst einen Arsch, weil du Arsch. Ich klatsche dich gegen die Wand, ey. Ich mach dich für dich. Ja, machen wir mal ein bisschen Heilung. Und du setzt mal Freeze ein, das mag der gute Ali nicht. Und du machst halt auf Crocodile Hunter. Ich vergesse mal, wie er sieht. Alter, ich möchte nicht wissen, wo der hinfällt, dieses perverse Ding da namens kleiner Geist. So. Na toll. Jetzt haben wir ihn von seinem Schwanz getroffen. Sind die alle so pervers veranlagt? Diesmal Jeff. Und Paolo. Du setzt mal wieder Freeze ein. Und du... Oh. Du bist so nett und schieß mal auf ihn. Ich glaube, Krokodile sind eigentlich Kaltblüter, keine Wechselblüter. Nee. Also die lieben so, so kalt. Offensiv. Gehen wir mal zurück. Gehen wir dahin. Ich glaube, hier ist irgendwann doch... Ach. Ja, wir hören schon das bekannte Geräusch. Ach, du Schande, was bist du für ein hässliches Viech? Ich glaube, du magst... Und du, guck mal, was deine Schwächen sind. Oh, na. Hä? Moment mal, war das jetzt der Geist? Ah, nee. Oh nee, ey, das ist doch wohl ein Scherz, oder? Ein schlechter Scherz. Okay, das mit der Kette lag ich wohl nicht ganz falsch. Also, dass der Kette nicht sondern mag, also gefroren zu werden. Gut. Die Musik hört sich schon so möglich. Ihr Jeff, frissender Bürger. Hä?
Na gut. Na super, ich hab nicht genügend PP-Scheiße. Und du... Na toll, das Vieh betatscht uns ein. Müssen wir eigentlich jetzt genau lang, weil ich will jetzt noch ins Dorf, bevor wir schon wieder angegriffen werden. Weil wir nämlich so ein... Weil wir so einen Neffenbegleiter haben, der uns umschwirrt. Nee, wie lang ist das denn? Hallo? Oh, Gott sei Dank. Nom 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 nom. Hallo, wer seid ihr denn? We pick you. Hiyo, me, Mr. Saturn. This place, oh, oh, Mr. Saturn. Na, erinnert euch an die Schrift in Happy Heavy Witch. Da haben wir doch an der Tür geklappt und da hat er auch so eine mit so komisch gesprochen. Ja, das war ein Mr. Saturn. Machen wir gleich. Ich will erstmal zum Arzt. Was haben die alle mit den rosa Schleifen? Willst du? I am Dr. Saturn soon, and I can repair your body. Boing. Do you want me to help your thing? You are fix it up. Goody, boing. Moment mal. Habe ich es richtig gesehen? Wow, wir haben keinen Geist mehr. Sieh? Geilomatico. Der Typ hat uns auch von Flüchen und sowas. Das gefällt mir. Gibt's hier auch irgendwie so einen Händler? What's up, Matty? We have money, money. Every day, slowly. Oh, less. Nee. Less, less. Right. Hm. Doing. Also mit denen kann ich echt interessante philosophische Gespräche vorstellen. Na gut, dann laufen wir mal erstmal eine Runde. Do you want slumber? Can you? Das kostet auch gar nichts. Donnerwetter. Mir fällt aber auf, die haben auch keinen Geldautomaten. Aber nicht nur ihre Häuser sind seltsam auch, sondern ihr Mobiliar. Schau mal. Dieser Tisch, der ist rosa und hat Beine und... Warum zur Hölle ist da eigentlich ein Sessel drauf? Naja, sind halt Saturns. Also, Mr. Saturn. Ach gut, dann wollen wir mal hier. Ja, und hier sieht's nicht so nach einer Bank aus. Ja, speicher mal bitte für mich. Sieht aber nicht so aus, als ob irgendjemand Heimweh hat, oder? Ja, ja, bla 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 bla. Für alle, die das Spiel das erste Mal spielen und mittendrin anfangen. Dun dun dun. Ja. Gut, das war's. Ha! Wir sind bei Mr. Saturn gelandet, Saturn Valley. Ha. Nun, das sehen wir uns in der nächsten Folge genauer an. See ya!